Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es wird gehen über SysDB, die sogenannte System Database. Es ist mittlerweile langsam Nachmittag, es wird ein bisschen wärmer hier. Der CO2-Gehalt dürfte mittlerweile auf ungefähr 5% gestiegen sein. Von dem her weiß ich, wenn ihr alle einschleift, liegt das natürlich nicht an meinem Vortrag. Geht mir auch sonst nie so. Erstmal vorneweg einen wichtigen Hinweis. SysDB ist noch in der Entwicklung. Im Sinne von, es wird noch nicht stabil angesehen, was heißt, dass sich APIs und interne Dinge noch ändern können. Version 1.0 ist geplant für kurz nachdem Herd 1.0 erschienen ist, von dem her wahrscheinlich so im nächsten halben Jahr. Dementsprechend, jetzt ist auch noch eine super Möglichkeit, wenn irgendjemand da näher interessiert ist, dass durch Feedback oder Kritik oder so ähnliches noch Dinge an dem Projekt geändert werden können, auch tiefgreifendere Dinge, weil jetzt momentan da eben noch keinerlei Garantie über irgendwelche Stabilität da ist, lässt sich alles austauschen. Zunächst kurz zur Motivation, Hintergrund, was eigentlich hinter dem Projekt steckt, wo das hergekommen ist, und das erklärt letztendlich eigentlich auch schon recht viel, um was es in dem Projekt geht und wie das funktioniert. Wer hier ist Systemadministrator oder ähnliches? Okay, wer von euch verwendet ein Monitoring-System? Sehr gut. Wer verwendet außerdem irgendwie sowas wie Collect-D oder Moonin, um irgendwo noch Systemmetriken abzufragen, irgendwelche Graphen zu bekommen oder ähnliches? Bei wem ist das ein anderes System als das Monitoring-System? Wer verwendet außerdem noch irgendein Konfigurationsmanagementsystem wie Puppet oder ähnliches? Bei wem ist das was anderes wie das Monitoring-System? Bei wem heißen die Hosts und alle Systeme in allen Systemen gleich? War mal nicht schlecht. Wer weiß, dass die Konfiguration in allen Systemen, also die Menge der Hosts, die vom Monitoring-System abgefragt werden, die gleiche Menge ist wie die, die vom Konfigurationsmanagementsystem verwaltet werden? Wer ist sich dessen auch wirklich sicher? Just checking. Gut. Also ich sehe schon, das war jetzt nur einfach mal eine Reihe von Beispielen, aber man könnte da wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Schritte weitergehen. Übliche Systemadministration und Infrastrukturverwaltung beinhaltet mehrere Systeme, die meistens im Großen und Ganzen mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeiten, vielleicht irgendwie miteinander reden, ein paar Daten austauschen, die, wenn man es wirklich richtig macht, durch ein gemeinsames Konfigurationsmanagementsystem verwaltet werden. Und von dem her kann man sich relativ sicher sein, dass das alles das Gleiche ist. Aber es geht dann schon anders los in manchen Daten oder in manchen Monitoring-Systemen, insbesondere so, sag ich mal, in den klassischen Nagios-Setups, die man kennt, heißt ein Host nicht irgendwie foo@fqdn irgendwas, sondern das ist die External Gateway oder das ist der Database-Server, sonst irgendwas. Während man in den ganzen anderen Systemen irgendwie sowas wie halt den fqdn üblicherweise als Hostnamen verwendet. Von dem her sind da schon mal, wir haben verschiedene Systeme, wir wissen nicht so recht, ob die alle die gleichen Systeme überhaupt im Überblick behalten. Sie haben vielleicht unterschiedliche Namen und so weiter. Und um im Endeffekt diese Lücke zwischen den ganzen Systemen zu schließen, um da quasi eine gemeinsame Datenhaltung herzubekommen, das ist quasi die Idee von SysDB. SysDB geht jetzt nicht her und versucht, das neue Konfigurationsmanagementsystem zu sein, um die Daten alle autoritativ vorzuhalten, sondern das SysDB geht her, fragt die einzelnen Systeme, was kennt ihr so, zieht sich die ganzen Metainformationen aus den einzelnen Backend-Systemen raus und packt die in eine große Datenbank. Das ist so das eine Augenmerk davon. Das andere Augenmerk davon ist, dass die diversen Systeme unterschiedliche Informationen liefern. Monitoring-System sagt mir, ob ein System gut ist. Meine Performance-Metriken geben mir eine Liste von Graphen, die zum Host dazugehören. Puppet gibt mir irgendwie einen Konfigurationsstatus und eine ganze Latte an sogenannten Facts an, die das System noch weiter beschreiben und so weiter. Das heißt, wir haben hier quasi verschiedene Blickwinkel auf unsere Systeme drauf. Und sehr häufig kann es recht interessant sein, die zusammenzuwerfen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie, sagen wir mal, irgendwie ein paar hundert Systeme verwalte und ich habe eine Web-Oberfläche, die mir im Endeffekt die Performance-Metriken zu den Systemen irgendwie anbietet. Dann kann ich mich da jetzt natürlich durchklicken oder vorher irgendwelche Graphen fest definieren und sagen, okay, diese Hosts sind die gleichen, das heißt, die sind in einem Bucket und diese Hosts sind die gleichen, die sind in einem Bucket. Aber es muss entweder vordefiniert werden, muss aus anderen Datenquellen kommen, von dem her ist es wieder fehleranfällig. Wenn ich jetzt hergehen kann und sage, okay, mein Collect-D liefert mir hier 10.000 Graphen, mein Puppet liefert mir zu all diesen Hosts, zu denen diese Graphen gehören, noch die ganzen Facts dazu. Dann kann ich jetzt hergehen und sagen, wenn ich das alles in einem gleichen Topf habe, ich möchte die CPU-Auslastungsgraphen von allen meinen Debian 6-Systemen, die auf einer virtuellen Maschine laufen. Und diese letzten zwei Attribute bekomme ich aus den Puppet-Facts zum Beispiel.
und die Graphen bekomme ich aus dem Kollektiv. Und das war so der Hintergrund, die Hauptmotivation, wo das Ganze herkam. Die allererste Idee eigentlich hinter SysDB war, dass ich für, wer kennt Kollektiv? Nehme ich häufiger mal ein bisschen drauf. Also letztendlich ein kleiner Systemdaemon, der Statistiken über ein System sammelt, die an eine zentrale Stelle schickt. Und üblicherweise verwendet man das dann eben, um irgendwelche Graphen anzuzeigen, um sowas zu machen wie Performance-Auslastung irgendwie zu beobachten, um Trends zu ermitteln und so weiter. Insbesondere fürs Debugging sehr interessant oder für Kapazitätsplanung und ähnliche Probleme. Dafür wollte ich eine neue Web-Oberfläche schreiben und habe mir gedacht, okay, insbesondere in großen Setups kann es schnell mal sein, dass ich irgendwie zehntausende Hosts habe. Die standardüblichen Web-Frontends, die da zu dem Zeitpunkt existiert hatten, haben so nach dem Motto funktioniert, naja, wir listen erstmal alle Hosts oder noch schlimmer, alle Graphen, die ich so kenne, auf der Startseite auf und dann kann man sich da ein bisschen durchklicken. Das skaliert vielleicht nicht mehr so ganz richtig, wenn man mal irgendwo eine Größenordnung von meinetwegen schon ein paar Dutzend oder spätestens Hunderten oder Tausenden Systemen kommt. Und da war eben die erste Idee, naja, Puppet läuft sowieso auch auf allen meinen Maschinen, Puppet liefert mir die Facts, wäre doch eigentlich super, wenn ich das irgendwie zusammenführen konnte. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gedacht und mir überlegt, naja, eine Web-Oberfläche, wenn die schon diese ganzen Informationen zusammenführt, ist eigentlich für eine reine Web-Anwendung schon fast ein bisschen zu viel. Außerdem mag ich Web-Entwicklung sowieso nicht so wirklich, also fange ich mal an, irgendein Backend-System dazu zu schreiben, was die ganzen Informationen zusammenführt. Genau, neben dem einfachen Zusammenführen, das andere Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe, meine unterschiedlichen Systeme benennen die einzelnen Hosts unter Umständen anders. Wie jetzt in diesem Beispiel hier zum Beispiel entweder FQDN oder irgendwelche anderen lustigen Namen. Von dem her ein anderer Punkt, der hier eben reinkommt, ist quasi, dass wir die Hostnamen, so wie wir sie von den einzelnen Systemen bekommen, erstmal eine kanonische Form überführen und die dann in der Datenbank alle mit dem gleichen Namen zu speichern. Funktioniert natürlich nur dann, wenn die einzelnen Backend-Systeme ein gewisses Schema verwenden, was man anders übersetzen kann. Wie das Ganze gelöst ist, schauen wir uns nachher noch ein bisschen an. Kann natürlich aber trotzdem sein, dass es nicht für alle Systeme anwendbar ist. Gut, soweit der Hintergrund. Was ist SysDB? Die Idee ist, wie gesagt, SysDB ist ein Daemon, der im Hintergrund läuft und im Endeffekt diese anderen Backend-Systeme abfragt und Informationen zusammenführt. Und die Idee ist, dass das quasi eine Plattform bildet, um obendrauf echte Anwendungen zu bilden. Also SysDB verwaltet die ganzen Metadaten von meinen Hosts und oben drüber habe ich dann sowas wie eine Webanwendung, die dann mit SysDB spricht, um zu wissen, welche Informationen sind da, die intelligente Abfragen, wie ich gerade schon ein paar Beispiele genannt habe, machen kann. Wie gibt man alle Hosts, die AMD64-Architektur sind, die in Debian so und so laufen haben, die in einem Rechenzentrum X laufen und so weiter. Und dann kann ich mit diesen Informationen intelligentere Sachen noch anstellen, wie zum Beispiel mir irgendwelche Graphen anzeigen zu lassen und nicht nur so Sachen wie, okay, gib mir mal eine Liste von allen Graphen, sondern dann kann man auch noch sagen, okay, die kann man irgendwie aggregieren. Ich kann dann in der Web-Oberfläche auch noch das Ganze mit Monitoring-Informationen live noch mit unterlegen und so weiter. Und wie das in dem Diagramm hier so ein bisschen angedeutet ist, die Idee ist, dass SysDB quasi bloß die zentrale Stelle bildet, quasi den Glue zwischen einzelnen Systemen. Es ist aber nicht die Idee, dass wir alle der tatsächlichen Daten, also den aktuellen Monitoring-Status oder die ganzen Performance-Daten, die ich für die Graphen brauche und so weiter, das soll nicht alles in SysDB repliziert werden, sondern diese Informationen sollen dann aus den Backend-Systemen direkt abgefragt werden. Gut. Hier noch ein bisschen Text dazu. Ich glaube, ich habe das alles schon genannt. Das heißt, wir aggregieren hier diese ganzen Informationen. Der Fokus liegt hier klar auf Metadaten. Also Metadaten heißt sowas wie Hostnamen, die Attribute im Sinne von zum Beispiel Puppet Facts, wie das ist ein System der Architekturen so und so, es läuft dieses Betriebssystem drauf, es ist diese Betriebssystemversion, es gibt Festplatten mit den Seriennummern und so weiter. Also letztendlich Inventardaten oder Hardware-Attribute. Zusätzlich kennt SysDB auch noch ein Konzept namens Services, was letztendlich das Gleiche abbildet, wie man das aus Monitoring-Systemen kennt, wie zum Beispiel irgendein laufender Daemon, wie ein Mail-Server oder sowas, das wird in SysDB als Service betrachtet. Der Übergang ist ein bisschen fließend, wie zum Beispiel eine Virtualisierungsplattform könnte ein Service sein, aber gleichzeitig dann auch wieder quasi die Grundlage für irgendwelche Hosts. Und auch quasi diese
Hierarchie meiner Infrastruktur und die Verknüpfung untereinander abzubilden. Das ist quasi auch der Sinn von SysDB, aber das Ganze eben aus einer beobachtenden Sicht und nicht aus der autorativen definierenden Sicht. Sprich, über SysDB kann ich dann nachher auch wieder ein Monitoring aufbauen, was dann überprüft, ob die Realität mit dem zusammenpasst, was ich denn eigentlich haben möchte. Wenn ich mir Fragen oder sowas hin, bitte gleich melden. Ja? Wir werden dabei auch Connections erfasst, die zwischen Systemen fließen, wie, okay, wer benutzt den Service? Also die Frage war, ob auch irgendwelche Connections abgebildet werden, wie wer verwendet einen anderen Service. Ich denke mal, ein Beispiel sowas in Richtung wie der Webserver verwendet diese Backend-Applikation, die wiederum diese Datenbank erfasst. Die Idee ist, dass sowas damit abgebildet wird. Die Frage ist, ob ich das aus den Systemen irgendwie abfragen kann. Sprich, wenn ich das zum Beispiel aus dem Puppet irgendwie rausbekommen könnte, dann könnte man sich vorstellen, dass man das damit drin abbildet. Momentan ist nichts in der Art da, was es tatsächlich tun würde. Das könnte man sich vorstellen, ja. Wir werden gleich noch darauf kommen, die Architektur von SysDB ist recht modular. Das heißt, im Endeffekt, diese ganzen Daten werden von Plugins abgefragt und von dem her könnte man das dann auch an solche Stellen dann erweitern. Genau, eine einfache Web-Oberfläche gibt es aktuell auch schon. Wir werden nachher einen Screenshot sehen. Die ist noch recht, sag ich mal, statisch aufgebaut. Sprich, wir haben zwar ein dynamisches Backend, was Informationen dynamisch generiert, aber nach vorne raus liefert es dann statische HTML-Seiten raus. Wie ich vorhin schon angemerkt, Webentwicklung ist jetzt nicht so meine Stärke und auch nicht meine große Freude. Von dem her gerade sowas wie JavaScript, da würde ich die Finger am liebsten ganz weit davon weglassen. Aber falls irgendjemand Interesse hat, da etwas mit beizutragen, ist das auf jeden Fall ein Teil, wo man hier sehr viel noch reinstecken kann. Einfach, um mal ganz kurz darüber gesprochen zu haben, ein paar Metainformationen noch über das Projekt selber. Gehostet ist es auf einer Webseite systdb.io, wo ich gestern nach Urlaub festgestellt habe, dass da das SSL-Zertifikat ausgelaufen war und dementsprechend moderne Browser gesagt haben, du kommst hier nicht drauf, weil es verwendet HSTS. Das heißt, es hat gesagt, ich soll immer per SSL und gültigem SSL drauf zugreifen. Das ist jetzt fast gefixt, ist nachher dann wieder richtig gefixt. Ansonsten alle Informationen auch auf GitHub zu finden, was heutzutage sowieso mehr oder weniger die autorative Quelle von irgendwelchen Open-Source-Projekten ist. So als Nebenbemerkung, SysDB ist gleichzeitig so ein bisschen Spielwiese auch für mich, um diverse Dinge mal ein bisschen auszuprobieren, gerade was irgendwie Entwicklung angeht und Unit-Testing und CI und so weiter. Von dem her ist da außenrum auch ein bisschen was gebaut, zumindest von Funktionsabdeckung. Ich glaube, das ist Stand von vor einem Jahr oder sowas, war ungefähr 80% von Unit-Tests erschlagen. Und es gibt Continuous Integration von einem Projekt TravisCI.org. Wer ist von euch Entwickler? Wer kennt GitHub? Vermutlich alle. Wer kennt TravisCI? Ein bisschen Werbung zu machen, ist auch quasi ein Projekt, was kostenlose Dienste für Open-Source-Projekte zur Verfügung stellt. Ist im Endeffekt ein Continuous Integration-Plattform, sprich, was sich leicht mit GitHub verbinden lässt. Sprich, jedes Mal, wenn du irgendwelche neuen Änderungen zu GitHub hochschiebst, notifiziert GitHub automatisch TravisCI. Und TravisCI führt dann eine Reihe von Tests aus, die natürlich in dem Projekt irgendwo mit definiert sein müssen und zeigt dann so Informationen an, wie haben die Tests funktioniert, wie war die Codeabdeckung und so weiter. Ich schweife zu sehr aus. Zurück zu SysDB. Lizenziert ist das Ganze unter der BSD-Lizenz. Geschrieben in C, zumindest der Daemon davon. Die aktuell existierende Web-Oberfläche ist in Go geschrieben. Hoffentlich später mal Go-JavaScript, aber das wird sich noch ergeben. Und ja, die Architektur ist recht lustig. Das Wichtigste davon ist, dass es eben sehr modular aufgebaut ist. Das heißt, der eigentliche Daemon selbst ist mehr oder weniger eigentlich auch wieder bloß ein Framework, was so ein bisschen Verwaltung von Plugins übernimmt und im Endeffekt so die wesentliche Struktur, wie das System definiert. Die eigentliche Arbeit wird dann von Plugins übernommen. Sprich, wir haben einzelne Plugins, die einzelne Backend-Systeme abfragen. Die Liste davon ist aktuell noch nicht wahnsinnig groß. Wir werden da gleich mal durchgehen, weil es letztendlich dann noch ein Feature-Überblick darüber ist, was momentan möglich ist. War da eine Frage dazu oder habe ich die gerade beantwortet? Okay, super. Wenn es kommt, dann mache ich erst mal. Ja. Was SysDB auch schon hat, und das ist ein großer Teil der Spielwiese, mit der ich mich da momentan beschäftige, ist ein einfaches eigenes Netzwerkprotokoll, mit dem es A mit Clients spricht, die irgendwelche Anfragen hinschicken, aber was auch verwendet wird, um Daten zu anderen Systemen zu replizieren oder auf anderen Systemen zusammenzuführen, dass man
sowas in der Art wie HA oder irgendwelche hierarchischen Strukturen nochmal aufbauen kann. Sprich, dass ich vielleicht in jedem Rechenzentrum erstmal einen Kollektor habe, der das dann zusammensammelt und eine zentrale Stelle weiterschiebt. Und eine eigene Abfragesprache habe ich natürlich auch entwickelt. Das Not-Invented-Here-Syndrom ist natürlich allgegenwärtig. Auch da werden wir nachher noch ein bisschen drauf kommen. Gut, was gibt es momentan an verschiedenen Plugins? Es gibt theoretisch diverse verschiedene Kategorien von Plugins. Die hauptsächlichen sind die sogenannten Backend-Plugins oder die Kollektoren. Das sind Plugins, die momentan alle regelmäßig ausgeführt werden, die aber auch letztendlich im Hintergrund asynchron laufen könnten und Daten empfangen können, aber die mit den anderen Backend-Systemen sprechen, um daraus abzufragen, welche Hosts oder welche Services oder welche Metriken kennt ihr aktuell. Das eine davon ist CollectD Unix Sock, was eben mit einer CollectD-Instanz über deren Unix-Socket-Interface spricht, um dann eben aus dem CollectD abzufragen, welche Hosts kennst du und welche Metriken zu den Hosts kennst du. Bisschen vorgreifen, Metrik heißt letztendlich, ist eigentlich nur der Identifier, hier sind irgendwelche Metriken vorhanden. Wie schon gesagt, ich möchte nicht diese Metriken in SysDB duplizieren, sondern CollectD ist da quasi das System, was das richtig gut kann. Das kann oder unterstützt verschiedene Methoden, wie die Daten tatsächlich gespeichert werden. Das möchte ich nicht alles nochmal neu bauen, sondern wenn ich auf diese Daten später mal zugreifen will, dann rede ich eben direkt mit dem Datastore, der von CollectD bedient wird, was dann zum Beispiel sowas ist wie ARD-Tool, was vermutlich die meisten kennen, oder neuere Sachen wie Graphite und so weiter. Das nächste Backend ist MK-Live-Status. Wer kennt das nicht? Okay. Ist letztendlich ein Unix-Socket oder letztendlich Web-Schnittstelle für Monitoring-Systeme wie Nagios, Isinga, Schinken, Nämon und wie sie nicht alle heißen. Also alle diese quasi, die irgendwie auf eine Art und Weise aus Nagios entstanden sind. Wer kann mit Nagios gar nichts anfangen? Hat jeder schon mal gehört, oder? Gut. Wer kann mit Puppet nichts anfangen, nachdem ich das schon ein paar Mal erwähnt habe? Puppet ist letztendlich ein Konfigurationsmanagement-System. Das heißt, ich schreibe im Endeffekt in dem Fall Puppet-spezifischen Beschreibungssprache, wie meine Systeme aussehen sollen. Puppet geht dann auf diese Systeme und wendet die Konfiguration an. Als einfaches Beispiel, dieser Host soll ein Webserver-Host sein. Das heißt, der Apache-Webserver soll installiert sein und er soll laufen. Das sind letztendlich zwei einfache Anweisungen dann in dem Puppet-Code, der das dann umsetzt. Gut, zurück zu MK-Live-Status. MK-Live-Status ist, wie gesagt, ein Modul für diese ganzen Monitoring-Systeme, über die ich extern Informationen abfragen kann. Und genau diese Schnittstelle verwendet dieses Plugin dann eben, um sich zu diesem entsprechenden Monitoring-System zu verbinden und dann aus diesem Monitoring-System wieder abzufragen, welche Hosts kennst du, welche Services kennst du. Weiter nichts. Nicht, ob der Host-Status aktuell grün oder rot oder gelb ist oder ob der Service gerade am Laufen ist oder sonst irgendwas. Das ist dann eine Sache, die nicht in ein SysDB gespeichert werden soll, weil es eben keine persistente Metadateninformation ist, sondern das ist eine Information, die sich häufiger ändert, von dem her ist dann eine Replikation an der Stelle erstmal nicht gewünscht. Services an der Stelle heißt auch erstmal nur die Liste von den Services, sprich, okay, da soll ein Webservice auf diesem Host laufen. Erstmal nichts weiter. Was die meisten dieser Systeme ja auch anbieten, sind auch wieder Graphen oder allgemeiner gesagt eben Metriken. Wie gesagt, SysDB möchte auch wissen, dass diese Metriken vorhanden sind. Sprich, das könnte man sich aus diesen Systemen auch noch rausziehen, ist aber momentan noch nicht implementiert. Das nächste Backend ist Factor. Im Gegensatz zu den ganzen anderen, die wir bislang gesehen haben, ist Factor ein Plugin, was nur lokal auf der aktuell laufenden Maschine Sinn macht. Und was das macht, Factor ist quasi ein Nebenprojekt von Puppet, was im Endeffekt Key-Value-Pairs rausschmeißt, die ein System beschreiben. Also zum Beispiel sowas wie Architecture ist AMD64. Oder das Betriebssystem, was hier drauf läuft, ist Debian. Die Betriebssystemrevision ist 7 und so weiter. Diese Informationen Factor eben von dem System ab, indem es irgendwelche lokalen Daten auswertet, irgendwelche Programme aufruft und im Endeffekt die Ausgabe passt und so weiter. Es gibt ja diverse Möglichkeiten. Im SysDB-Fall ist es eben als Plugin direkt in SysDB mit integriert, kann dynamisch geladen werden und fragt es dann eben lokal von diesen Systemen ab. Sprich, die Idee ist, dass man
an der Stelle SysDB auch als Agenten auf den ganzen einzelnen Systemen außen verwenden kann, wenn ich diese Daten über Puppet nicht sowieso schon an einer zentralen Stelle habe und mir dann von SysDB eben einsammeln lasse und dann zentral an eine Stelle schicke, um die dann da zu sammeln. Dementsprechend das Einzige, was dann da rausfällt, sind Host-Attribute, eben diese Key-Value-Pairs. Frage? Ja, wenn ich Puppet habe, kriege ich die dann aus der Puppet-DB? Weil dann sind die ganzen Facts ja schon mal an einer Stelle. Also die Frage ist, wenn ich Puppet schon habe und eine Puppet-DB verwende, dann habe ich das sowieso schon alles an einer Stelle, ob ich das da auch abfragen kann. Das ist gleich das nächste Plugin, was diese Frage fast beantwortet. Was momentan unterstützt wird, ist die Store-Configs-Datenbank von Puppet, die mittlerweile ein bisschen deprecated und veraltet ist. Die kann ich an der Stelle abfragen, die liefert mir eben genau diese Dinge auch, dann eben über den Umweg von Puppet, aber der sammelt das ja eh schon ein, von dem er braucht, muss die nochmal replizieren. Puppet Board. Okay, weiß ich nicht, was das im Backend verwendet, aber könnte sein, dass das dann ein Puppet DB ist. Unterstützung dafür ist auch geplant, hatte ich bislang einfach noch nicht die Zeit dazu und in meinem privaten Setup habe ich das aktuell nicht. Frage, wie es mit Chef aussieht, momentan noch nichts implementiert, auch wieder eine Sache, was ich selber nicht besitze. Das sind dann die Möglichkeiten, wo man da beitragen kann. Gut, soweit zu den aktuell existierenden Backends. Also das ist momentan sprich alles, was unterstützt wird, sprich Puppet, die letztendlich komplette Nagios-Familie und CollectD. Die einzelnen Plugins sind momentan, müssen die in C geschrieben werden, sind aber üblicherweise relativ klein. Es gibt auch schon ein paar Utilities im Quellcode, die gerade sowas wie ein Unix-Socket-Abfrag oder sowas, was in vielen Fällen verwendet wird, vereinfachen. Sprich, ein Code für neue Systeme zu schreiben, sollte nicht wahnsinnig aufwendig sein. Und ich plane auch Unterstützung für andere Scripting-Sprachen in SysDB einzubauen, dass dann Plugins in anderen Sprachen geschrieben werden können. Ähnlich wie man das von einem Apache vielleicht kennt mit dem Mod Perl. Apache ist ja auch in C geschrieben. Mit Mod Perl kann ich dann aber auch Perl-Code quasi in meinem Apache-Daemon verwenden. Ähnlich sollte es hier auch mal irgendwann möglich sein. Aber das ist dann wieder das mit, wie viel Freizeit dann eben am Ende des Monats übrig bleibt. Noch eine Frage? Unterstützung von Mac OS 10. Als abfragendes System. Ja, soweit Factor auf OS 10 unterstützt werden sollte, das ist das Einzige, wo das jetzt von den Plugins, denke ich mal, her ein Problem ist. Ansonsten ist das alles möglichst POSIX und C99 geschrieben. Sprich, von der Portierbarkeit her sollte das kein Problem sein. OS 10 ist ein bisschen anders an manchen Stellen, von dem her muss man das vielleicht ein bisschen tunen. Ich habe da momentan auch kein Testsystem, aber ich denke nicht, dass es ein großes Problem ist, das darauf zum Laufen zu bekommen. Aber wenn da Interesse da ist, ich arbeite auch gerne mit Leuten zusammen, um dann entsprechende Probleme zu fixen. Ja, super. Gut. Nur allgemeine Anmerkung. Wenn Feature-Requests da sind, wie zum Beispiel auch Chefunterstützung oder Ähnliches, das Beste, das irgendwie zu dokumentieren, ist der Issue-Tracker auf GitHub. Dann ist es da mal festgehalten. Und insbesondere auch, wenn andere Leute, die vielleicht mal sowas wie Freizeit haben, was da durchaus vorkommen soll, und das dann sehen und da auch Interesse dran haben, vielleicht finden sich da ja dann Freiwillige, was da das Schöne an Open Source ist, dass das dann mal irgendwann funktioniert. Gut, es gibt dann noch eine Reihe von anderen Kategorien. Die zwei wichtigeren noch sind einerseits Store-Plugins, die im Endeffekt implementieren, wie die Daten abgespeichert werden, und Time-Series-Plugins, die es ermöglichen, im Endeffekt die Time-Series, also die zeitbasierten Werte, die mal irgendwann in Graphen dargestellt werden, die zu meinen Metriken dazugehören, um die abzufragen. Betone da nochmal, es geht dann tatsächlich nur quasi darum, dass SysDB eine Brücke zu diesen Backend-Informationen ist. SysDB selber speichert die Daten aber nicht ab. Zurück zu den Store-Plugins. Momentan gibt es da nur zwei relativ einfache. Eins, was quasi eine In-Memory-Datenbank ist, sprich, was die Daten flüchtig einfach im Speicher von dem aktuell laufenden Prozess hält. Das war A, einfach. Und B, hat es mir erstmal gereicht, weil es mir hauptsächlich nicht darum ging, eine persistente Datenbank da nochmal zu bauen, die mir irgendwelche anderen Datenbanken repliziert, sondern ich möchte hauptsächlich in der Lage sein, irgendeine einfache Web-Oberfläche oben drüber laufen zu lassen, mit der ich eben diese Gesamtübersicht über meine Systeme bekomme. Und dafür reicht es aus, wenn die in Speicher vorliegen. Und wenn das Ding halt mal neu gestartet ist, na, dann dauert es halt 5 Minuten, bis die Daten wieder alle da sind. Für meinen Anwendungsfall taugt es momentan. Aber wie wir aber nachher in dem Zukunftsausblick sehen werden, ist es natürlich nicht das, was irgendwie auf Dauer das einzig Wahre ist. Das Zweite, was momentan noch existiert, ist ein Netzwerk-Plugin, was die ganzen Daten, die
lokal gesammelt werden oder lokal ankommen, dann an irgendeine andere Instanz weiterschicken kann. Das einerseits eben gedacht, um diesen Agentenmodus zu implementieren, sprich, wenn ich System B mit zum Beispiel einem Factor-Modul auf vielen einzelnen Systemen einsetze, können die das alles einfach per Netzwerk an eine zentrale Instanz schicken. Ich kann darüber aber auch sowas machen wie, ich habe verschiedene Rechenzentren, die nicht so wahnsinnig toll miteinander reden können und ich möchte jetzt nicht 100 Verbindungen zwischen Rechenzentren haben, dann habe ich halt nochmal quasi einen Proxy zwischendurch, der mir dann eben aus dem einen Rechenzentrum die Daten aggregiert und dann Anführungszeichen gebündelt an irgendeine zentrale Instanz weiterschickt. Ja? Was sind die Daten, was proprietär oder ist das irgendwie eine REST-Schnittstelle mit JSON oder so? Also die Frage ist, wie der Versand übers Netzwerk stattfindet. An der Stelle ist das quasi was Proprietäres von SysDB. Das ist ein eigenes binäres Netzwerkprotokoll. Ich plane das umzustellen, dass das Ganze auf den Google Protobus basiert, womit es dann so halbwegs standardisiert ist, was quasi sowas wie ein JSON-Binärformat ist. Die Abfragesprache momentan liefert mir als Ergebnis JSON zurück, von dem man verwende ich das an der Stelle sowieso. Aber das muss dann noch ein bisschen aufgeräumt werden und vereinheitlicht werden. Wahrscheinlich wird es irgendwann alles auf Protobus basieren. Gut. Die nächste Kategorie sind eben diese Time-Series-Plugins. Da existiert momentan eins für RD-Tool. Wer kennt RD-Tool überhaupt nicht? Okay, doch vergleichsweise viele. Also letztendlich ist es ein kleines Projekt, was im Endeffekt der Name steht für Round-Robin-Database. Und die Idee ist eben, dass wir zeitbasierte Werte, also sowas wie den Temperaturverlauf oder irgendwie CPU-Auslastung über die Zeit und sowas in einer Datenbank speichern. Aber das ist nicht unendlich lang, weil dann wird irgendwann der Speicherplatz, den ich brauche, unendlich groß, sondern eben nach dem Round-Robin-Prinzip, was heißt, dass alte Daten irgendwann weggeschmissen werden. Was meistens für sowas wie, ich möchte Graphen für ein Jahr oder einen Tag oder sonst irgendwas sehr ausreichend ist, weil ich dann eben im Endeffekt verschiedene Round-Robin-Archive, heißt es dann in dem Fall, anlegen kann, wo ich dann eben sage, okay, ich möchte eben für den Zeitraum von einem Jahr so und so viele Werte speichern und ich möchte für den Zeitraum von einer Stunde dann mit einer höheren Auflösung so und so viele Daten speichern und so weiter. RD-Tool wird von vielen Systemen verwendet. Also wer ein Nagios-System schon mal gesehen hat oder eine Web-Oberfläche zu Nagios und da irgendwelche Graphen drin gesehen hat, das wird höchstwahrscheinlich RD-Tool gewesen sein. Wobei man heutzutage auch häufiger mal über Graphite oder Ähnliches stößt. Bis vor 5 Jahren hätte ich gesagt, man findet RD-Tool fast ausschließlich. Ist auch von CollegD zum Beispiel die Standardlösung, von dem her ist das eben das, was momentan zur Verfügung steht. Und dieses Plugin liefert die Möglichkeit, dass ich dann eben über die Liste von Metriken, die SysDB bekannt ist, dann tatsächlich auf die Daten im Hintergrund zugreifen kann. Und SysDB arbeitet dann da an der Stelle mehr oder weniger als Proxy. Sprich, ich muss, oder das Frontend-System, die Web-Oberfläche, muss nicht wissen, wie meine ganzen verschiedenen Backend-Systeme, die ich möglicherweise habe, die Daten abspeichert, sondern das wird einmal in SysDB konfiguriert und SysDB weiß dann, was zu tun ist. Beispiel zu machen, wir haben eine CollegD. CollegD liefert, schreibt die Daten nach RD-Tool. Ich konfiguriere mein CollegD-Plugin in SysDB so, dass ich dem eben sage, okay, die Daten werden in RD-Tool gespeichert, sind an der Stelle zu finden. Die Stelle kann irgendeine Stelle im Dateisystem sein, was bei CollegD möglicherweise Sinn macht, weil der auch alles zentral sammelt. Es könnte aber auch sowas wie ein RD-Caching-Daemon sein, den ich dann auch übers Netzwerk zugreifen kann. Sprich, ich kann das dann auch von verschiedenen Stellen remote abfragen. Und wenn ich dann eine Anfrage in SysDB stelle, gib mir doch mal zu dieser Metrik, die du erkennst, die Time-Series, geht eben SysDB her, fragt dieses RD-Tool-Plugin, du, zu dieser Metrik weiß ich, dass die an dieser Stelle abgespeichert wird, also hol mir doch mal die Daten aus dem Backend. Und die werden dann im Endeffekt eben durch SysDB zurückgestreamt. Ähnliche Anwendungsfälle könnte man sich auch noch vorstellen, um Live-Monitoring-Informationen abzufragen. Sprich, dass ich auch hier eine Abstraktionsschicht einbaue, dass wenn ich eine Web-Oberfläche oben drüber habe, die nicht wissen muss, ob die jetzt mit einem Nagios über den Live-Status spricht oder mit einem Isinka 2 mit seinem, was auch immer für ein Queuing-System, die eingebaut haben, darüber spreche, sondern das wäre dann wieder eine Sache, die könnte mein System abstrahieren und ich baue dann im Endeffekt eine Möglichkeit ein, um den aktuellen Status abzufragen und System geht dann einfach her und weiß, wo zu einem Service oder einem Host die Informationen im Backend zu finden sind und fragt die dann eben aus dem Backend ab. Aber dieser Teil ist auch momentan noch nicht implementiert. Gut, und dann gibt es noch so eine Reihe von verschiedenen Plugins. Syslog ist einfach, das können wir erstmal weglassen, bietet einfach Logging-Möglichkeiten an, die dann in Syslog landen. Das Interessantere hier ist noch das CNAME-DNS-Plugin. Das ist jetzt hier eine Möglichkeit,
um auf eine kanonische Form von meinen Hostnamen zu kommen. Das ist auch wieder als Plugins gelöst und die Idee ist, dass das Plugin einfach mit der Information, die es von einem Backend-System kommt, irgendwas anfangen kann und daraus dann tatsächlich einen Hostnamen oder einen eindeutigen Identifier erzeugt. Um einfach mal in einem existierenden Beispiel zu bleiben, noch ein relativ einfaches Setup ist, das eine System verwendet FQDNs, das andere System verwendet Short Hostnames. Die kann ich jetzt auch nicht einfach so eins zu eins zusammenführen, weil da könnte es Widersprüche geben, die könnten irgendwie ein bisschen anders aufgebaut sein. Die müssen rein theoretisch zumindest überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben. Aber ich könnte möglicherweise ein DNS haben, was dann an der Stelle quasi autorativ ist und weiß, wie die Namen eben zusammengehören. Und die Idee ist hier eben, dass wir im DNS dann ein Reverse Lookup im Endeffekt von der zu dem Hostnamen gehörigen IP machen und daraus dann eben den kanonischen Hostnamen im DNS bekommen. Was auch dazu verwendet werden kann, wenn ich eben mehrere verschiedene Hostnamen für eigentlich den gleichen Host habe, aber einen kanonischen Hostnamen dazu im DNS konfiguriert habe, kann ich die darüber auch wieder mergen. Ist ein Anwendungsbeispiel, wird sicherlich nicht alle Anwendungsfälle erschlagen können, ist auch nicht Sinn und Zweck davon, sondern das ist ein spezialisierter Anwendungsfall. Dadurch, dass das alles als Plugins implementiert ist, lässt sich da eben jeder beliebige Anwendungsfall im Endeffekt einfach implementieren. Wobei es an der Stelle natürlich dann auch wahrscheinlich wieder für die meisten angenehm wäre, wenn sie das nicht in C schreiben müssten. Ich denke mal, das allererste, was da vermutlich kommen wird, ist Lua. Und ich denke mal, dass es gerade für sowas wie diese Hostname-Kanonisierung wahrscheinlich recht brauchbar ist. Irgendwelche weiteren Fragen soweit? Gut, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen näher im Detail an, wie dann das System funktioniert, wie es aufgebaut ist. Ich denke, die grobe Idee, was das ganze Ding tut, sollte rübergekommen sein. Hier ist ein mittlerweile etwas umfangreicheres Bild, was quasi die allgemeine Architektur ist. Fasst im Wesentlichen nochmal zusammen, was wir bislang schon gesehen haben. Sprich, wir haben einen SysDB-Daemon, der im Endeffekt Plugins verwaltet, die Backend-Systeme abfragt, die alle in einem Store speichert, der möglicherweise irgendwo auf einem entfernten System sein kann und der ein Frontend-System anbietet, was dann von einem Client übers Netzwerk erreicht werden kann, um eben Abfragen an das System zu stellen. Wie gesagt, das an der Stelle ist ein Anführungszeichen proprietäres Netzwerkprotokoll mit einer textbasierten Abfragesprache oben drüber, die ich dann eben verwenden kann, um SQL-like irgendwelche Anfragen zu stellen. Da werden wir gleich auch noch im Detail sehen. Was zusätzlich eben noch möglich ist, ist auch noch die Abfrage von echten Daten eben aus den Backend-Systemen, wie momentan eben RD-Tool. Jo. Gerade hier schon diesen Store-Teil gesehen. Ich habe den auch in der Vergangenheit irgendwie schon ein paar Mal erwähnt. Was macht er denn überhaupt? Er speichert im Endeffekt sehr generische Objekte. Wir werden uns gleich noch anschauen, was diese Objekte im Einzelnen sein sollen. Aber letztendlich der Versuch ist hier, dass eben die verschiedenen Informationen, wie sie andere Systeme zur Verfügung stellen, möglichst abstrakt gespeichert oder generisch gespeichert werden, dass ich eben tatsächlich aus verschiedenen Systemen, die alle ein bisschen verschieden arbeiten, doch alle Informationen in einem einheitlichen Format dann abgespeichert werden kann. Der Store ist auch der Stelle, der die Normalisierung von Hostnamen übernimmt, auch wieder über Plugins. Und der Store gibt außerdem zu jedem Objekt, was gespeichert wird, fügt es automatisch noch Metainformationen hinzu, wie wann wurde dieses Objekt zum letzten Mal aktualisiert, berechnet aus diesen Aktualisierungszeitpunkten, die es in der Vergangenheit gesehen hat, automatisch ein Aktualisierungsintervall und speichert sich außerdem noch, von welchem Backend es gekommen ist, was dann noch weitere Abfragemöglichkeiten liefert, wie wenn ich eine Liste von meinen Hosts haben möchte, könnte ich die zum Beispiel einschränken auf Hosts, die tatsächlich noch aktuell sind. Wer geht davon aus, dass seine CMDB, falls du sowas besitzt, immer aktuell ist und da Hosts, wenn sie mal irgendwann verschwunden sind, tatsächlich herausfliegen? Gut, wenn sich jetzt irgendjemand gemeldet hätte, hätte ich den wahrscheinlich fast als Lügner bezeichnet. Von dem her, das ist quasi so die Idee, dass ich das so ein bisschen automatisch an der Stelle bekommen kann. Ich kann dann sagen, okay, ich weiß, wie häufig dieses Objekt eigentlich aktualisiert werden sollte. Im Fall von CollectD zum Beispiel alle 10 Sekunden, im Fall von Nagios üblicherweise alle 5 Minuten. Und kann dann eine Abfrage stellen und weiß, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde und kann sagen, okay, wenn der letzte Aktualisierungszeitpunkt, gehen wir einfach mal ein bisschen lax hier vor, mehr als 3-mal das Intervall in der Vergangenheit liegt, dann ist das System wahrscheinlich nicht mehr aktuell oder wird nicht mehr verwendet.
Und das kann ich einerseits verwenden, um zu sagen, okay, ich möchte bloß die aktuellen Systeme sehen, oder ich möchte zum Beispiel, um darauf wieder Monitoring zu machen, bloß die Systeme sehen, die eben momentan nicht mehr aktuell sind, und kann dann eben rückwärts dann hier auch meine anderen Systeme dann wieder auf den aktuellen Stand bringen und da vielleicht tatsächlich auch die veralteten Objekte dann daraus schmeißen. Gut, das Store bietet außerdem auch eine Schnittstelle zur Datenabfrage an. Aber wie gesagt, an der Stelle wird quasi diese Abfragesprache definiert, die wir uns gleich noch mit anschauen. Und das schon besprochene, den Zugriff auf die Time-Series-Daten im Hintergrund als quasi Proxy. Und zumindest für den Abfrageteil die externe Repräsentation ist momentan JSON. Was für Objekte kennt SysDB? Wie gesagt, die sind letztendlich relativ generisch gehalten. Die meisten dieser Namen wird man von anderen Systemen wie Monitoring oder sowas eh schon kennen. Ein Host ist quasi jede Art von physikalischer Ressource. Das kann tatsächlich irgendein Rechner sein, es könnte sowas sein wie ein Switch. Es könnte aber, je nachdem, wie man seine eigene Infrastruktur abstrahieren möchte, auch eine virtuelle Maschine irgendwo sein, denn eben ein entsprechendes Attribut hat, okay, ich bin virtuell. Die zweite wichtige Komponente ist ein Service, und das ist eben jede, Anführungszeichen, nicht physikalische Ressource, wie zum Beispiel irgendein Dienst, der auf einem System läuft, als irgendein Daemon, also sowas wie ein Apache, als ein Webserver oder ein Mailserver, oder es könnte eine Virtualisierungsplattform sein, also sowas wie OWERT oder KVM oder weiß der Teufel was. Das sind eben diese zwei Hauptobjekte, die dann im Wesentlichen die Hierarchie von meiner Infrastruktur auch beschreiben. Hosts sind die physikalischen Ressourcen, auf denen Dienste laufen. Üblicherweise laufen auf die Dienste auf einem Host, aber jeder Host kann mehrere Dienste haben, wobei auch das mit HA oder sowas Setups möglicherweise nicht ganz eindeutig ist, aber auch diese Beziehungen möchte SysDB in irgendeiner Form tracken. Und einem Host oder auch einem Service können Metriken zugewiesen werden. Und Metriken heißen eben letztens, das ist irgendwas, was mir ein Time Series zu einem Datum irgendwie liefern kann. Dann gibt es noch Attribute, das sind im Endeffekt die Key-Value-Pairs, die irgendwo dranhängen. Attribute unterstützen verschiedene Datentypen, sprich der Wert von einem Attribut kann sowas sein wie ein String, es kann Integer sein und ein paar andere Sachen, was letztendlich jetzt nicht wahnsinnig relevant ist, was das im Detail ist. Und alle diese Objekte von den verschiedenen Typen haben alle gemeinsame Attribute, die dann eben wieder verwendet werden können, um sie über die Abfragesprache dann zu adressieren. Das, was tatsächlich von allen Objekten unterstützt wird, ist ein eindeutiger Name, der im Fall von Hosts gegebenenfalls eben normalisiert ist. Und das, was ich gerade eben schon erwähnt habe, der Zeitpunkt des letzten Updates, das Update-Intervall und die Liste von den Backends. Die Liste von den Backends vielleicht nochmal, könnte auch wieder interessant sein für den Monitoring-Aspekt, wenn ich dann jetzt hergehen kann und sagen kann, okay, finde mir alle meine Hosts, die Puppet kennt, aber die Nagios nicht kennt. Womit wir auf den Fall eben wieder zurückkommen, dass diese unterschiedlichen Backends möglicherweise nicht ganz in Sync sind. Gut, so kann es dann möglicherweise eben hierarchisch ausschauen. Muss sagen, an der Stelle lüge ich so ein ganz kleines bisschen, weil eine tatsächliche Hierarchie, wo Hosts dann wieder auf Services aufgesetzt ist, ist momentan noch nicht implementiert, aber das wird noch kommen. Und an den verschiedenen Objekten können dann eben Metriken, wie jetzt durch diese Graphen hier dargestellt, dranhängen oder irgendwelche Attribute. Okay, der nächste Teil von SysDB, alles, was wir uns bisher lang angeschaut haben, war eben hauptsächlich der Daemon, der tatsächlich dann eben den Großteil dieser Arbeit dann auch erledigt und der die Großteil der Logik implementiert. Es gibt dann natürlich einen Client dazu, das ist momentan ein interaktiver Shell-Client, so wie man das von irgendwelchen Datenbanksystemen kennt, wie zum Beispiel der MySQL-Kommandozeilentool oder das PSQL-Kommandozeilentool von PostgreSQL. Das verbindet sich eben mit einem SysDB-Daemon, entweder über eine Unix-Socket-Schnittstelle oder über einen TCP-Socket, bietet dann eine interaktive Kommandoshell an, über die ich eben diese SQL-ähnlichen Befehle eingeben kann und gibt mir dann eben die Antworten oder auch irgendwelche anderen Logmeldungen, die vom Server geschickt werden, zurück. Ja, ich denke, da muss man nicht mehr dazu sagen. Was momentan noch sehr viel weiter in einem Alpha-Stadium ist, sage ich mal vorsichtig, ist eben die Web-Oberfläche. Die Idee momentan ist eben, dass es ein relativ einfacher Browser ist, mit dem ich mir eben alles anschauen kann, was in der Datenbank momentan gespeichert ist, wo ich auch eine einfache Abfragesyntax verwenden kann, um Dinge zu filtern. Und ich sage mal, das fortschrittlichste Feature, was momentan wahrscheinlich existiert, ist die Möglichkeit,
tatsächlich auch Graphen eben darzustellen, die dann eben über diese Time Series Plugins dann über das SysTB abgefragt werden können. Und solche Graphen können momentan noch ganz einfach aggregiert und gruppiert werden. Aber auch selbst die Daten werden momentan quasi statisch ausgeliefert und nicht irgendwie als JSON, was dann von JavaScript im Browser verarbeitet wird. Sprich, die Möglichkeiten und insbesondere die Bedienbarkeit ist, sage ich mal, noch verbesserungswürdig. Trotzdem hier mal einen einfachen Screenshot. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Das ist eben diese Graphenansicht. Können hier eben einen Filter eingeben, wie ich möchte alle Hosts filtern oder Graphen zu allen Hosts, die virtuelle Xen-0-Systeme, also DOM-0-Systeme sind. Und möchte dann Graphen von dem Plugin, das ist an der Stelle ein Attribut, was von CollegD gesetzt wird, Plugin-Interface-Plugin, also Netzwerk-Traffic im Endeffekt, und den Typ if-octets, was dann tatsächlich die verwendete Bandbreite eben ist. Das würde mir jetzt an der Stelle eine Liste von Hosts zurückliefern. Und da sehen wir momentan schon diese Gruppierung, / Aggregierung, die hier möglich ist, wo ich jetzt eben sage, okay, ich möchte gruppieren nach Plugin. Sprich, überall, wo das Plugin gleich ist, die werden in einen Topf geschmissen. Und nachdem Plugin hier nach einem eindeutigen Plugin-Namen gefiltert wird, bleibt dann eben am Ende nur noch ein Eintrag da. Es sind hier trotzdem zwei Linien in dem Graphen, weil die tatsächliche Metrik, die da eben, oder die Time Series, die da zurückgeliefert wird, eben zwei Werte beinhaltet. Das eine ist eben der eingehende Traffic und das andere ist der ausgehende Traffic. Ich hoffe, dass man daran schon relativ einfach sieht, dass es hier relativ schnell möglich wird, relativ komplexe Dinge zu erzeugen. Und die Idee ist eben, wo das mal irgendwann hinführen soll, dass ich eben ein relativ interaktives System oben drüber habe, was mir eben viele von solchen Sachen dann per Auto-Completion oder sowas dann auch vorschlagen kann, wo ich dann eben relativ schnell dann entsprechend komplexe Abfragen hier zusammenstellen kann, um mir dann eben meine Graphen genau so zusammenzuschnüren, wie sie mir gefallen. Und auch andersrum könnte man sich vorstellen, dass irgendwann Projekte wie CollegD oder sowas Templates dann schon anbieten, die eben übliche Graphendefinitionen dann hier in einem abstrakten Format dann schon mal vorgeben. Ja, das schweift jetzt auch schon in die Zukunftsaussicht, aber es passt hier gerade gut dazu. Aber was ich mir mal ultimativ vorstelle, dass auch diese Web-Oberfläche so eine Art Plattform für verschiedene andere Systeme wird, wo ich dann quasi in die Web-Oberfläche auch wieder Plugins einbaue, die dann wieder spezialisiertere Informationen zu einzelnen Backend-Systemen implementieren. Klingt jetzt recht abstrakt. Als ein Beispiel ein Plugin, was wieder mit Nagios oder sowas kommunizieren kann, um mir dann eben diese ganzen zusätzlichen Informationen, die für das Monitoring interessant sind, die sich aber laufend ändern, also quasi der aktuelle Status und sowas, direkt aus dem Backend-System abfragen kann und das alles eben in einer Web-Oberfläche anzeigen kann. Und ganz ultimativ wäre es mal schön, wenn im Endeffekt die SysDB-Web-Oberfläche mit diesen ganzen Plugins zusammen dann quasi so die eine Web-Oberfläche ist, die ich eben für alle meine Systeme brauche und im Endeffekt dann ein einzelnes Plugin in dieser Web-Oberfläche die eigentliche Nagios-Web-Oberfläche oder die Puppet-Web-Oberfläche oder sowas ersetzen würde. Das braucht aber natürlich einige Arbeit noch und insbesondere braucht sie Zustimmung von den entsprechenden anderen Projekten, weil die sind natürlich möglicherweise nicht ganz so begeistert, wenn man sagt, okay, man nimmt ihnen einen Teil von dem, was sie quasi nach außen repräsentiert, weg und versucht es irgendwo anders mit einzubauen. Also leider auch so ein bisschen eine politische Sache. Aber insbesondere, wenn da ein bisschen jemand Ideen hat, insbesondere wie man eine Web-Applikation eventuell auch modular aufbauen kann, bin ich sehr an einer Unterhaltung interessiert. Und wenn es da mal irgendein grobes Konzept gibt, würde ich damit gerne eben an diverse andere Projekte herantreten, um zu versuchen, dass man da irgendwie ein gemeinsames Produkt draus schaffen kann. Die ersten sollten wieder möglichst einfach zu bekommen sein, weil die ersten kann man auch am besten anpreisen und von dem her funktioniert das dann vielleicht besser. Gut, ganz kurz noch zu der Abfragesprache. Ich glaube, wir haben noch genügend Zeit. Viertelstunde haben wir noch, oder? Ja, super. Die Abfragesprache von SysDB heißt SysQL, ist angelehnt an SQL, aber nicht zu verwechseln mit SQL. Ich habe bewusst an manchen Stellen so diverse Kommandos anders genannt, um eben eine Verwechslung zu vermeiden. Es ist eben nicht ganz SQL, aber trotzdem war eine eigene DSL, also eine eigene Domain-Specific Language, zumindest für den Anfang das Einfachste, was zu implementieren war. Und da kommt auch die Spielwiese wieder mal rein. Aber man kann sich vorstellen, dass sich das in Zukunft eventuell noch in andere Richtungen entwickelt. Aber was ist da momentan möglich? Im Endeffekt alles, was irgendwie in SysDB gespeichert ist, kann darüber abgefragt werden. Also alle meine Objekte kann ich abfragen oder auflisten lassen. Ich kann mir Details dazu geben lassen. Ich kann in den Abfragen natürlich auch Filter
definieren. Das sehen wir gleich noch. Ich kann über diese Sprache auch die Time-Series-Daten abfragen. Auch die werden mir dann einfach als JSON zurückgeliefert. Und ich kann über diese Sprache auch tatsächlich Aktualisierungen in der Datenbank vornehmen. Das heißt, ich kann Objekte drin speichern. Und speichern heißt an der Stelle auch aktualisieren. Also wenn irgendwas schon existiert und ich speichere das nochmal, dann wird eben der bestehende Eintrag aktualisiert. Das heißt, diese Schnittstelle bietet auch eine relativ einfache Möglichkeit, um von einem externen System Daten in System BI einzuspeichern, ohne dass ich dann dafür eben ein Plugin in C schreiben muss, mit eben dem Drawback, dass es an der Stelle nicht ganz so effizient ist, wie wenn ich das direkt in einem Daemon machen würde oder wenn ich direkt über das Binärnetzwerkprotokoll damit sprechen würde, weil ich da eben an der Stelle dann die Informationen als einen Textstring an den Daemon liefert, der dann gepasst werden muss und so weiter. Aber das ist eine einfache Möglichkeit, es zu erweitern. Hier sind ein paar Beispiele von dem, was aktuell unterstützt wird. Ich denke, so ein bisschen die Ähnlichkeit zu SQL sieht man, aber wie gesagt, es ist nicht SQL. Ausführliche Dokumentation dazu gibt es auf der Webseite. Nebenbemerkung, was bei Open-Source-Projekten häufig nicht ganz so üblich ist, ist, dass Dokumentation aktuell und gut ist. Ich versuche, das besser zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, aber auch das ist ein Punkt, wo insbesondere Feedback oder auch gegebenenfalls eben Patches sehr erwünscht sind. Ja, zur Abfrage gibt es vornehmlich drei verschiedene Kommandos, List, Fetch und Lookup. List gibt mir tatsächlich bloß eine Auflistung von all den Namen von einem bestimmten Objekt, also List Hosts gibt mir eine Liste von all den Hosts per Hostnamen zurück. Das heißt, das ist, um mal einen schnellen Überblick zu bekommen. Fetch holt mir dann ein einzelnes Objekt aus dem Data Store mit allen seinen zusätzlichen Metainformationen. Wie bei einem Host wird auch mit dran stecken, welche Services unten drunter sind, welche Attribute an den Services und auch an den Hosts hängen und so weiter. Und Lookup ist quasi so das Select in SysDB, wo ich eben dann über irgendwelche Conditional Expressions, was auch immer da der passende deutsche Begriff dazu ist, dann nochmal einschränken kann, welche Objekte mich dann tatsächlich interessieren. Was man hier schon sieht, bei dem Lookup gibt es ein Matching und einen Filter-Ausdruck. Die sind beide recht ähnlich, von dem wir recht kurz darauf rumreiten, was der Unterschied ist. Filter ist hauptsächlich dazu gedacht, um so Sachen zu machen, wie ich möchte alte Daten, die nicht mehr aktuell sind, ausblenden. Das ist quasi eine Vorfilterung. Und Matching arbeitet dann nur auf den tatsächlichen Objekten, die hinten dran noch übrig bleiben. Machen wir ein Beispiel. Ich glaube, das ist geschickter. Wenn ich ein Lookup von einem Host mache, dann ist im Ergebnis eben auch die Liste der Services, die auf diesem Host hängen, mit dabei und die Attribute und so weiter. Alle diese Objekte haben eben diesen letzten Update-Zeitstempel und das Update-Intervall und so weiter. Und mit dem Filter kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte aus diesem Komplettobjekt, was zurückgeliefert wird, alles rausfiltern, was nicht mehr aktuell ist. Sprich, ein einzelner Service könnte rausfallen, ein einzelnes Attribut könnte rausfallen, und so weiter, oder auch der ganze Host. Matching arbeitet dann bloß noch, wenn ich einen Host abfrage, arbeitet Matching bloß noch auf dem einzelnen Host-Objekt hinten nach und bietet mir dann eben die Möglichkeit, tatsächlich die eigentliche Abfrage zu gestalten. Wie zum Beispiel kann ich jetzt eben sagen, ich möchte filtern alles, was älter ist als so und so, aber dann möchte ich Matching den Host mit dem Namen so und so oder dem Namen, der dieser regex entspricht. Macht das Sinn? Ich glaube, ich habe noch ein Beispiel dazu, vielleicht wird es dann noch besser. Hier ein Beispiel für eine List-Abfrage, List alle Hosts, die eben aktuell sind, sprich, wo das Alter des Hosts, was definiert ist als aktueller Zeitpunkt minus dem letzten Update, kleiner ist als zweimal das Update-Intervall. Und das ist jetzt hier nicht irgendwie Pseudosyntax, sondern das kann ich genauso hinschreiben und im Hintergrund passiert eben dann genau, dass diese Werte miteinander verglichen werden und dann tatsächlich Objekte, die in den letzten zwei Update-Intervallen nicht mehr aktualisiert wurden, an der Stelle eben nicht mehr angezeigt werden. Und was ich dann eben zurückbekomme, ist diese Liste und neben dem Namen stecken da eben der letzte Update-Zeitstempel und das Update-Intervall auch noch mit drin. Gut. Also das wäre der Filter, der hätte jetzt hier alles rausgeschmissen, was da eben nicht drauf passt. Hier ist ein Beispiel für ein Matching. Ich möchte alle Hosts zurückgeliefert bekommen, wo das Attribut Arc, wie Architecture, AMD64 ist und das ist eben zum Beispiel ein Wert, der aus einem Puppet oder Factor kommen kann. Und
wo diesem Host ein Service zugeordnet ist, dessen Name auf Postgres matcht. Sprich, ich möchte alle meine AMD64-Hosts, die wahrscheinlich ein Postgres-Server sind. Ist jetzt ein bisschen konstruiert natürlich, aber ich denke, man kann darüber erkennen, was so ungefähr möglich ist. Und dann bekomme ich eben diese Host-Objekte mit den ganzen Attributen und Services eben zurück. Und wäre jetzt hier noch ein Filter gewesen, wo der Filter auch nochmal auf den Namen meinetwegen Toki.net filtern würde, dann würde ich diesen Host-Namen natürlich auch noch, den Host würde ich immer noch zurückbekommen, weil der matcht. Aber sämtliche Services unten drunter wären schon mal rausgefiltert, weil deren Name eben nicht auf Toki.net matchen würde. Gut, ich hoffe nochmal, es macht Sinn. Und ansonsten bitte Bug-Reports zur Dokumentation schicken. Welche Filtermöglichkeiten habe ich? Ich kann eben die Attribute abfragen, kann die auf Gleichheit, Ungleichheit oder anhand von Regexen miteinander vergleichen. Ich kann quasi auf Kind-Objekte von einem Objekt zugreifen, also bei einem Host sind es dann Attribute oder Services und kann dann sagen, irgendeiner von den Services soll eben eine bestimmte Bedingung erfüllen. Ich kann auf die Namen filtern, ich kann auch auf die Parent-Objekte zugreifen, also wenn ich mir alle Services oder alle Metriken rausfiltern kann, kann ich sagen, okay, ich möchte alle die Metriken sehen, die auf einem Host laufen, wo die Architektur AMD64 ist, oder ich möchte alle die Metriken haben, wo auf dem Host ein Service läuft, der Postgres entspricht und so weiter. Sprich, da kann ich so ein bisschen Graph-Traversierung in Anführungszeichen mitmachen. Und was wir schon gesehen haben, eben der Filter nach dem Alter und so weiter. Sowas wie Backends oder quasi die Liste von Services werden dann an der Stelle als Arrays betrachtet. Das heißt, ich kann hier auch wieder so Operationen nehmen, wie irgendeines von den Elementen in der Liste oder in dem Array entspricht irgendwas oder irgendein Eintrag ist in diesem Array enthalten. Was sind soweit? Ich hoffe. Gut, ein paar Anwendungsbeispiele. Das meiste davon, denke ich mal, haben wir schon mal kurz besprochen. Gehen wir noch mal ganz kurz drüber und ich glaube, das war dann auch schon die letzte Folie. Das heißt, wir haben noch 5 Minuten zu Fragen. So, das initiale Anwendungsbeispiel dafür war eben, dass ich mächtige Webfront entwickeln kann, die so quasi sowas wie mein zentrales Dashboard sind, die eben die komplette Infrastruktur abdecken und die alle Informationen eben an einer Stelle anbieten können und wo ich dann auch über irgendwie sowas wie Templates mir dann gewisse Informationen anhand von eben diesen Abfragekriterien eben raussuchen kann. Anwendungsbeispiele eben für solche Webfrontends sind neben dem zentralen Dashboard, dass ich eben meine verschiedenen Systeme zusammenführe und dass ich dann eben möglicherweise irgendwann die Möglichkeit habe, tatsächlich auch mehrere spezifische Frontends, wie sie eben für die einzelnen Backends angeboten werden, zu integrieren. Entweder indem sie eben tatsächlich in diese eine Web-Oberfläche irgendwie zusammenfließen oder indem eben Links von den verschiedenen Web-Oberflächen in die anderen existieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel über einen Browser in SysDB dann direkt auf meine Web-Oberfläche für mein Nagios springen, um da dann eben die Detailinformationen zum Nagios zu bekommen. Das andere Anwendungsbeispiel, was ich schon ein paar Mal so am Rande erwähnt habe, ist eben Monitoring, was ich dann oben drauf aufsetze, mit dem ich eben solche Fragen beantworten könnte, wie welche Hosts oder Services sind denn bloß einen von meinen Backends bekannt und fehlen irgendwo anders, was insbesondere natürlich sowas wie Konfigurationsmanagement und Monitoring-System interessant sind, wo die beiden, die ja häufig hoffentlich sowieso schon miteinander gekoppelt sind. Oder ich kann eben komplexere Monitoring-Anfragen stellen, wie sie mein einzelnes Monitoring-System nur schwierig beantworten könnte, weil es eben die Hierarchie und die Zusammensetzung oder die Zusammengehörigkeit von den verschiedenen Hosts und Services eben nicht kennt, außer ich gebe sie eben explizit. Aber hier kann ich die eben implizit über irgendwelche Abfragemetriken oder irgendwelche Abfragen eben über die Attribute dann auch dynamisch zusammenbauen und können mir darüber dann dynamische Monitoring-Regeln definieren, die eben mein, sag ich mal, High-Level-Business-Process Ausblick auf meine Systeme eben bietet. Gut. Künftige Entwicklungen, ein paar Ideen, die ich eben momentan selber habe, was als nächstes noch mitkommen sollte. Das eine offensichtliche ist natürlich mehr Backends, weil diverse Leute natürlich diverse Systeme verwenden. Insbesondere, wenn ich das, sag ich mal, nicht nur irgendwie für eine Live-Ansicht haben möchte, sondern insbesondere, wenn ich vielleicht auch mal ganz alte Systeme irgendwann später noch erkennen möchte, wenn der Daemon mal neu gestartet wurde oder sonst irgendwas. Was dazu natürlich wichtig ist, ist ein persistenter Store. Das heißt, irgendeine relationale Datenbank wird wahrscheinlich als nächstes kommen.
Was an der Stelle vielleicht auch interessant ist, die Daten in eine Graph-Datenbank reinzuschmeißen, wo dann eben diese Datenbank auch die Verknüpfungen unter den Objekten versteht und wo ich dann nochmal über diese Graph-Datenbank deutlich komplexere Abfragen machen könnte. Wie finden wir alle Hosts, die einen Abstand von 2 Hops zu meinem Gateway haben oder sonst irgendwelche lustigen Sachen? Möglicherweise ist es interessant, noch weitere Live-Daten zu integrieren, im Sinne von eben, wie diese Time-Series-Integration ausschaut. Was insbesondere da, wie vielleicht schon zu sehen war, SysDB hauptsächlich eben für größere Infrastrukturen ausgelegt ist, ist dann auch sowas wie eine HA- und Load-Balancing-Lösung irgendwann interessant. Und insbesondere das Web-Interface braucht natürlich noch eine ganze Ecke mehr Arbeit. Und wie gesagt, irgendwann sollte das vielleicht auch mal irgendwie noch dynamisch erweiterbar sein, um da dann eben nochmal andere Lösungen mit einzubauen. Und dementsprechend quasi die Message an euch, send patches, es ist Open Source und damit bin ich am Ende angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben noch kurz Fragen, Zeit für Fragen oder auch Rants oder sonstiges Feedback. Und ansonsten, wie gesagt, GitHub ist auch eine gute Möglichkeit, um Feedback zu liefern. Und auf der Webseite sind nochmal ein paar zusätzliche Informationen, wie man zu dem Projekt beitragen kann. Die ganze Dokumentation befindet sich auch da. Die ganze Dokumentation und auch die Webseite sind auch auf GitHub. Sprich, da ist es auch einfach dazu beizutragen. Von dem her gibt es eigentlich keine Ausreden für irgendjemanden, dass er das nicht kann. Von dem, in diesem Sinn, gibt es noch irgendwelche Fragen? Immerhin scheint keiner eingeschlafen zu sein. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und noch eine schöne Frostcon.